Ja, endlich ist es soweit. Und zwar habe ich mit Mara zusammen unser erstes eigenes Buch rausgebracht. Und zwar ein Würde Journal. Oh mein Gott. Ich bin so, so stolz auf uns und ich bin total happy. Oh, ich kann es immer noch nicht so ganz glauben. Das Ganze war so, so viel Arbeit. Wir haben jetzt wirklich 2 Jahre da reingesteckt. Ich würde euch gerne jetzt mal ein bisschen die Geschichte dazu erzählen, den Hintergrund dazu, wie wir darauf kamen, wie das dann alles entstanden ist. Und ich habe das parallel ein bisschen aufgenommen jetzt die letzten 2 Jahre, so ein paar Schnipsel. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los mit, wie alles begann. Anfang 2020 hatte ich eine Kooperation mit Mara auf YouTube. Also wir haben schon sehr oft, sehr gerne kooperiert zusammen und uns irgendwelche Videoideen ausgedacht und dazu Videos gemacht und sowas auch mit dem Video. Und zwar war das ein Video, wo wir einfach unser Bullet Journal gestaltet haben und wir unsere Ideen auch geteilt haben mit euch und ja, haben dann sozusagen miteinander kooperiert. Kurz darauf haben wir dann geschrieben, so entstand die Idee. Kurz darauf haben wir eigentlich auch schon angefangen, Meetings zu haben. Also wir hatten das dann monatlich immer gemacht, hatten ein bestimmtes Datum, wo wir uns gesagt haben, okay, da machen wir ein Meeting, weil sie wohnt ja ganz woanders. Also sie hat in Portugal gewohnt und hat sie kurzzeitig mal in Deutschland gewohnt, jetzt wohnt sie in Österreich. Ich wohne in Dresden. Dann hatten wir, wie gesagt, diese Online-Meetings und haben erstmal überlegt, okay, was wollen wir machen? Also hatten dann so ein Brainstorming, wie soll das Buch aufgebaut sein? Was wollen wir reinhaben? Was ist uns wichtig? Für wen soll das sein? Also das haben wir schon mal reingemacht in den Brutto-Arbeitsplan. Sehr gut. Wenn du das gesehen hast, unten als fünftens. Ja. Ah ja, aha. Ja, sieht schon cool aus. Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Genau. Genau, dieses Hallo und vielleicht noch so, genau die Infos zu Buju. Und ich bin jetzt bei 187 Seiten. Bei der Ideensammlung war schnell klar, was wir ungefähr reinhaben wollen. Wir wollten ja ein richtiges Bullet Journal haben, heißt, wir wollten auf jeden Fall wie so Kalenderblätter drin haben, also dass man wirklich jede Woche darin arbeiten kann. Wir wollten aber auch Elemente aus unseren Kanälen reinhaben, also aus unseren YouTube-Kanälen. Und bei ihr ist der Kanal sehr, ich sag mal, sprachenlastig, weil sie in Portugal gelebt hat. Konnte sie natürlich oder kann sie Portugiesisch und Englisch sehr gut. Und das wollte sie dort mit reinbringen, was ich super cool fand. Und so haben wir zum Beispiel coole Sprachseiten gemacht, beziehungsweise sie. Bei mir auf dem Kanal, naja, ist ein bisschen kunterbunt. Aber ich finde, mein Kanal zeigt es so ein bisschen durch Do-it-yourself und Rezepte. Und auch so in meinen Streams, was ich da jetzt auch neu angefangen hatte, bin ich da so ein bisschen eher bekannt dafür, sage ich mal. Und so Zeichnungen. Ich mache halt auch gern, also alles so, was ein bisschen kreativer ist. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass ich Doodles einbauen werde in das Bullet Journal, an dem ich auch lange gezeichnet habe. Auch im Stream tatsächlich. Also im Stream konnte man sich das auch angucken. Und Rezepte, da gibt es dann jeden Monat auch ein Rezept dazu. Ja, und dann haben wir eigentlich auch schon einen Arbeitsplan erstellt. Also wir haben über Google Drive haben wir komplett alles uns ausgetauscht. Also wir hatten dann Dokumente mit unserem Zeitplan, was wollen wir wie wo schaffen, was müssen wir noch machen, wo müssen wir uns noch belesen, weil wir hatten noch keine Ahnung mit sowas wie Copyright und Impressum und alles und Drucke und keine Ahnung, irgendwie sowas. Und das haben wir alles erstmal da so reingeschmissen und haben dann so nach und nach alles abhaken können. Ja, Ende 2020 haben wir dann aber gemerkt, dass das Projekt leider nicht schon in dem Jahr rauskommen konnte. Wir hatten beide einfach mordsmäßig Stress, wir haben es beide einfach gar nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, die ganzen Doodles überhaupt fertig zu bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was in dem Jahr dann so schlimm war. Ach, Corona. Das C, das große C. Es war halt super viel Arbeiten bei ihr. Ich glaube, bei ihr stand der Umzug auch da, oder? Ist sie da umgezogen? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir gemerkt, wir schaffen das nicht mehr, so wie wir es schaffen wollten. Und dann haben wir gesagt, okay, schieben wir es einfach aufs nächste Jahr. Das hieß, 2021 musste Mara komplett nochmal alle Kalenderblätter neu machen, weil sie hat die Kalenderblätter gestaltet, weil sie ihr Bullet Journal so geführt hat immer schon von Anfang an. Ich habe das ja bei mir gar nicht so. Und das hieß, sie musste das alles nochmal neu machen. Ich musste ich eigentlich was neu machen? Ich glaube nicht, ich musste weitermachen. Ne? Also ich musste meine Doodles halt noch fertig kriegen, die Rezepte alle fertig kriegen. Ich musste... Was halt bei mir auch noch mit dran war, ist, weil ich halt die Erfahrung von uns beiden habe und die Ausbildung dazu, in InDesign dieses Buch überhaupt
designen, also setzen heißt das ja, und das Layout dazu machen. Das war dann so meine Aufgabe mit. Und dazu brauchte ich natürlich jetzt aber auch alle Blätter dann irgendwann mal. Also ich habe halt grob erstmal alles soweit aufgebaut und immer wieder eingefügt, korrigiert. Dann kam wieder da was, was falsch war, dies war wieder falsch, wieder alles umwurschteln und so. Und 2021 war dann so das Jahr für uns, wo relativ fix eigentlich so die Seiten an sich fertig waren, beziehungsweise wir wussten, was wie wohin kommt, also das Gerüst dann komplett fest. Jetzt ging es so um das Ganze, wie wollen wir das denn machen jetzt alles? Ne? Wir wollten ja irgendwie alles selber machen und wir wollten jetzt keinen Verlag oder sowas, weil wir ja keine Riesenauflage wollen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, ich bin Druckereien hier durchgegangen, die ich so kenne, habe so geschaut, bei uns war klar, wir wollen das schwarz-weiß machen. Farbe wäre erstens zu teuer gewesen und zweitens, es wäre auch zu bunt am Ende geworden. Und wir mochten dieses Design einfach sehr gern so. Und wir haben Schriften getestet, also da haben wir einige gehabt. Dann viele sind schon rausgefallen, weil die zum Beispiel die Umlaute gar nicht drin hatten. Dann hatten wir, glaube ich, noch zwei zur Auswahl und haben uns sehr, sehr schnell für unsere Schriftart entschieden. Genau, ich hab dann zwei Druckereien angeschrieben, wo ich gemeint habe, mit den beiden bin ich immer sehr zufrieden gewesen. Wir haben ein Angebot geholt, wir haben uns für eine entschieden, bla bla bla, was so alles im Hintergrund hat, so läuft. Also, oh Gott, wir hatten so viel im Dokument stehen, aber vieles hat gar nicht auf uns zugetroffen, weil wir halt alles so selbst machen, beziehungsweise das auch nicht so riesig wird. Ja, und was dieses Jahr aber halt anstand, warum wir eigentlich auch letztes Jahr fertig werden wollten, ist, dass bei mir das jetzt das Prüfungsjahr war. Das heißt, da, wo wir so ungefähr fertig sein wollten, war auch meine Prüfungszeit gerade, was echt anstrengend war. Plus, Mara hat erfahren, dass sie Mutter wird, was auch übelst toll war, weil sie hat mir es auch direkt dann erzählt, weil sie meinte, ja, wir arbeiten hier zusammen und ich finde, du solltest es auf jeden Fall schon wissen, bevor ich es irgendwo öffentlich mache. Ja, ich fand das so, oh mein Gott, krass, aber das hieß halt für uns, wir müssen auf jeden Fall fertig werden. Am besten, ich glaube, wir haben gesagt, bis Ende Juli wollen wir fertig werden. Ja, also Mara hat es, glaube ich, soweit dann auch geschafft. Es lag eigentlich am Ende alles fast nur noch an mir, weil ich halt alles setzen musste in InDesign. Ich habe das Buch auch einmal zu ihr geschickt, weil Korrektur lesen und bla, also ich hatte noch Korrekturen, habe ich angemarkert, habe ihr das dann nach Österreich geschickt und sie konnte sich das auch mal anschauen, überhaupt das Buch. Also es war nur der Probedruck, aber oh mein Gott, das war so schön, der erste Moment, als man das erste Mal dieses Buch in der Hand hielt und das war, ich kann es auch noch nicht beschreiben, das Gefühl, aber es ist so toll, es war schon immer mein Traum, irgendwie ein Buch rauszubringen und oh, schön, dass so schön, dass Mara einfach diesen Traum verwirklichen konnte. Ja, das einzige Problem war dann eigentlich noch die Website, beziehungsweise das heißt Problem. Das Problem war, ich hatte Mara das Buch schon geschickt und ich hatte dann kein Buch mehr da. Heißt, ich musste nochmal einen Probedruck machen und am besten sollte das direkt mein Buch werden. Heißt, es sollte dann schon perfekt sein. Und ja, das habe ich dann gemacht. Es war aber ein bisschen später. Also ich habe das dann, glaube ich, wirklich Ende Oktober bekommen. Und eigentlich wollten wir in der ersten Novemberwoche schon alles veröffentlichen, aber da das bei mir auch eine sehr stressige Woche war, haben wir gesagt, wir machen das in der zweiten Novemberwoche. Ja, und bis dahin musste die Website natürlich fertig sein, was sie von Grund auf war, aber es gab halt keine Fotos und die musste ich ja auch noch machen. Heißt, jetzt in der letzten Woche, also jetzt, wenn ihr das Video gerade seht, habe ich die Fotos noch alle gemacht und die Website wird noch finalisiert oder wurde finalisiert. Ja, und das war dann, glaube ich, der ganze Prozess so, ne? Also dann haben wir uns auch überlegt, wie machen wir die Werbung, wie wollen wir posten, wie wollen wir irgendwas machen. Mara macht zum Beispiel ein Live-Feature, also wenn ihr da mal reinschauen wollt, ist unten verlinkt. Da hat sie auch alle Fragen beantwortet, die reinkamen. Und ja, das war es soweit zur Geschichte des Bootschuhs oder von unserem Bootschuh, also die Entstehung. Kommen wir zum Aufbau, was ja eigentlich, denke ich, wichtiger ist, beziehungsweise interessanter für diejenigen, die sich dafür interessieren und das vielleicht haben wollen. Also, ne, es sieht erstmal so aus. Wer meinen Bootschuh kennt, was ich eigentlich die ganze Zeit genutzt habe, das ist ja einfach nur so ein Notizheft gewesen. Das habe ich so hier designt. Das hatte ich auch mal in einem Video gezeigt. Das war, glaube ich, sogar das Kooperationsvideo. Und Mara und ich, wir fanden das Design beide sehr toll. Ich liebe Packpapierdesign und hier so rumgescribble und irgendwie so. Und I see no difference. Also man sieht, es ist sehr ähnlich tatsächlich.
Und so haben wir auch versucht, das Buch ein bisschen zu halten. Wenn man das Buch dann aufschickt, hat man erstmal unsere Social Media Links, Seiten, wie auch immer. Und hier drüben hat man dann halt nochmal etwas, wo man beschriften kann, wer man ist, falls das Buch mal irgendwo liegen bleibt, dass man es vielleicht dann auch demjenigen wiedergeben kann. Die nächste Seite sind dann so diese Seiten über uns und über das Buchu, also wo wir nochmal so ein bisschen erzählt haben, wie es dazu kam, uns ein bisschen vorgestellt haben, falls es jemanden da draußen gibt, der das Buch kauft und es aber gar nicht richtig kennt. Genau, und dann hatten wir die Idee, dass ich hier schon die ersten Doodles mache, und zwar zum Thema Banner, weil ich das ganz cool fand, dann kann man das vielleicht im Buch sogar schon verwenden, also dass das dann direkt am Anfang einfach so kommt. Und hier haben wir eine Zieleseite für 2022 natürlich. 22 Ziele für 2022. So. Dann haben wir hier so ein Vision Board. Also das kann jeder gestalten, wie er möchte. Deswegen, wir wollten das so minimalistisch wie möglich halten. Also man kann Bilder einkleben, man kann zeichnen, malen, schreiben. Also da ist wirklich der Kreativität, es sind da keine Grenzen gesetzt. Also das kann ja jeder machen, wie er möchte. Und dann geht es schon zu den Monatsübersichten. Also das sind zwei Seiten. Ja, also hier kann man ganz grob zum Beispiel sowas wie Geburtstage hinschreiben oder ganz große Events oder irgendwas, auf was man sich im Jahr schon freut, das kann man sich hier natürlich hinschreiben. Das fand ich nämlich auch sehr cool. Wir hatten das so direkt im Überblick. Und was wir sehr toll fanden, war einmal eine Bibliothek, weil das ist auch so ein bisschen das von mir. Ich habe auch in meinem Buchu eine Bibliothek gemacht, weil ich ja für mich mal das Ziel hatte, so und so viele Bücher in einem Jahr zu lesen, beziehungsweise generell wieder mehr in das Lesen zu gehen, weil man das sehr oft vernachlässigt. Und eine Videothek, also für alle Netflix-Leute oder Amazon Prime und was es nicht alles gibt, Disney Plus und so. Also man kann dann hier eine Videothek machen, beziehungsweise kam ja auch letztens die Idee, das kann man auch so als Kino-Dingens machen, wenn man weiß, es kommt so dieses Jahr, also 2022 kommen so richtig geile Filme im Kino und dann kann man sich das auch so ein bisschen so anmarkern. Und dann haben wir hier noch ein Sparglas. Das finde ich sehr interessant, weil ich habe zum Beispiel eine große Reise geplant und hier kann ich mir zum Beispiel ungefähr den Wert hinschreiben. Und dann gibt es immer so kleine Kästchen, wo man hinschreiben kann, wie viel hat man dann jetzt wirklich schon gespart. Man kann das dann bis dahin auch schon ausmalen. Und ich finde, das ist halt eine mega schöne Visualisierung am Ende. Und hier hat man dann auch so eine Morgenroutine. Also man kann dann jeder zum Beispiel seine perfekte Morgenroutine hinschreiben, wie sie denn ideal wäre. Und vielleicht bekommt man das ja einfach in dem Jahr auch mal hin, dass sie so ideal ist und jeder ist glücklich beim Aufstehen. Genau, jetzt kommen wir zu den Monaten. Jeder Monat ist identisch, also ist wirklich gleich aufgebaut. Es unterscheidet sich tatsächlich nur von diesen, ich sag mal, kreativen Seiten. Und zwar jetzt der Januar sieht so aus. Es ist tatsächlich komplett Macher-inspiriert. Also ihr Buchu ist so aufgebaut. Dann hat man einfach so dieses Hallo Januar. Man hat so Ziele im Januar, die man sich setzen kann. Und hier hat man auch nochmal so eine Kalender-Optik. Nee, wie sagt man das? Nochmal wie so ein Kalender. Und hier hat man so To-Dos, die man halt bis, also in dem Monat vielleicht machen möchte. Die nächste Seite sind dann so diese, wie nenne ich sie bei mir im Buchu? Finanzenseite nenne ich sie bei mir tatsächlich. Und da hat man hier halt einmal so Ausgaben monatlich, man hat so Kategorien, man hat hier alle Einkäufe, man kann, hat eine Beschreibung für was, also kann man so ganz grob sich halten. Und da sieht man so im Überblick, gebe ich zu viel aus, gebe ich zu wenig aus? Genau. Die nächste Seite ist von mir inspiriert und zwar ist das eine Tracker-Seite. Die mache ich tatsächlich jeden Monat bei mir und nutze sie auch wirklich. Und zwar kann man hier einfach abstreichen, wenn zum Beispiel der Monat, ich sage jetzt mal zum Beispiel samstags endet, kann man zum Beispiel noch die letzten zwei Tage wegstreichen. Man kann sich das dann farblich markieren, wenn man das gemacht hat, zum Beispiel Sport. Wenn man Sport gemacht hat, dann kann man sich das markieren. Dann ist das nochmal visuell so richtig schön zusammengefasst. Und ja, man kann dann halt noch drüber schreiben, was für ein Tracker das jetzt gerade ist. Man kann es auch mit Schlafen machen, machen auch viele mit Lesen. Also man kann es mit allem Möglichen machen. Deswegen haben wir da auch keine Vorgaben gegeben, sondern nur das Gerüst dafür gemacht. Und dann ist die nächste Seite immer ein Rezept. Alle Rezepte in dem Buch sind vegetarisch oder vegan. Und dann kommen Maras Seiten. Hier hat man einmal Sprache. Also das ist erstmal Sprachenlernen. Das ist erstmal so, der erste Mal ist erstmal so dieses, wo sie das so ein bisschen erklärt, was ganz gut helfen kann. Aber eigentlich ist dann hier Englisch und Portugiesisch. Und dann kann man
das ist halt wie aufgebaut wie so in einem Lehrbuch. Ne? Also, das fand ich auch ganz cool, so zum Beispiel im Restaurant oder am Flughafen oder irgendwie so. Also eigentlich wirklich Dinge, die man dann auch wirklich braucht in der Sprache. Und dann sind die nächsten Seiten dann Doodles. Die sind immer angepasst an den Monat tatsächlich oder an die Jahreszeit. Da habe ich halt echt Wert drauf gelegt, dass das irgendwie gerade dazu passt. Und die haben viel Arbeit gemacht, aber es hat auch sehr viel Spaß tatsächlich gemacht. Das habe ich sehr genossen. Und dann haben wir die Kalenderblätter. Und das sind immer so, es kommt immer drauf an, wie lang der Monat ist. Ne? Also so 4, 5 Seiten. Und ja, hier kann man es wie ein Kalender benutzen. Wir haben hier einmal To-Dos. Das sind To-Dos für die Woche direkt. Das Kalenderblatt. Nochmal Notizen. Und hier ist nochmal so ein extra Kästchen. Da kann jeder frei entscheiden, was er reinmachen möchte. Man kann da was reinmalen. Nochmal eine extra Kategorie machen, falls man irgendetwas anderes hat. Und ja, hier haben wir dann nochmal so eine kleine Übersicht von dem Monat. Und was wir gemacht haben, einfach weil es am Ende weniger Papier verschwendet, plus es ist am Ende umweltfreundlicher und günstiger auch einfach. Wir haben, wenn der Monat zum Beispiel jetzt im Januar, ist der letzte Tag, der 31. an einem Montag. Nicht erschrecken, das ist dann der Tag, also der Tag ist dann im nächsten Monat drin. Weil dann hätten jetzt komplett nochmal ein so ein Ding immer machen müssen für einen Tag in dem Monat. Und das hätten wir schade gefunden. Das ist dann so auch ungenutzter Platz am Ende wahrscheinlich. Deswegen, das ist nicht vergessen, es ist nicht ausgefallen, sondern das findet man immer in dem nächsten Monat dann wieder. Und die letzte Seite in jedem Monat ist eine Dankbarkeitsseite. Das ist auch von Mara inspiriert. Das fand sie sehr wichtig und ich finde es auch super, super toll. Also ich finde es schön, einfach so dankbar für alles so zu sein, was man so hat. Man unterschätzt das, aber man vergisst das auch immer. Aber ich finde es ganz cool, das so einfach mal hier so zusammenzufassen. Das kann auch jeder machen, wie er hier möchte. Also wie gesagt, wieder Bilder einkleben, malen, schreiben. Jeder Monat kann anders aussehen. Hier sind auch wieder der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und die allerletzten Seiten in unserem Bootschuh sind einfach nochmal Danksagungen. Also wir haben ein paar Menschen noch wirklich zu danken. Einmal natürlich euch, weil ihr uns natürlich die Idee am Ende auch gegeben habt, weil immer so Kommentare kamen wie, ich finde das so cool, ich würde das auch gerne machen, ich hätte die Ausdauer nicht, ich bin nicht so kreativ. Also auf den verschiedensten Kanälen kamen das so irgendwie immer so Kommentare, auch von Freunden. Und das war dann irgendwie, ich dachte mir so, muss man doch was machen können. Genau. Und da bedanken wir uns einmal ganz groß bei jedem von euch. Plus, es gibt auch zwei Leute, denen wir auch nochmal sehr, sehr groß danken tatsächlich. Also, ist das Deutsch groß danken? Emma ist das Maya, meine Schwester. Sie hat nämlich Korrekturlesen gemacht und hat jeden einzelnen unserer Texte durchgelesen, korrigiert. Auch die Englischseiten, Englisch kann sie halt auch sehr gut. Kein Portugiesisch, das ging nicht. Das hat dann, ich denke, Maras Mann vielleicht nochmal gemacht. Und ja, also da danke dir, Maya, nochmal dafür. Das hat auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Auch das ganze Korrekturen schreiben dann nochmal. Und nochmal ein Riesendankeschön an Benny. Er hat nämlich unsere Website gestaltet. Die Website ist nämlich ab heute um 12 online und ab da kann man vorbestellen. Also ganz, ganz großes Dankeschön an Benny. Für ihn war das super stressig, glaube ich, jetzt nochmal die letzte Woche, weil die Fotos halt so spät erst kamen. Aber es ist trotzdem mega geworden und ich freue mich mega krass darüber. Also wer an unserem Herzensprojekt ein bisschen teilhaben möchte, kann einfach unten auf den Link klicken. Da kommt ihr zu der Website und da könnt ihr das Buch vorbestellen. Da wir das Buch natürlich jetzt nur für 2022 haben, soll das über dieses Vorbestellen noch funktionieren. Denn es sind jetzt, ich denke, 2 Wochen? 3 Wochen? Ich bin mir jetzt sicher, ich glaube 2 Wochen. Und das machen wir einfach aus dem Grund, weil wir wollen dann eine gewisse Anzahl haben, die wir drucken können. Und das war es dann einfach auch. Also wer das haben möchte, nur in dieser Zeit. Danach, das wäre halt einfach viel zu teuer, wenn da kleckerweise immer so ne 2, 3 Leute nur kommen, dann muss man halt komplett den Druckauftrag nochmal aufgeben. Und das wäre halt super teuer und das geht halt für uns gar nicht, weil wir machen das auch komplett ohne Gewinnbeabsichtigung. Also wir wollen das Geld einfach nur reinkriegen, was wir bezahlen mussten für sowas wie Impressum oder sowas. Oder die Probedrucke oder so. Und es ist ja auch eine eigentlich mega schöne Weihnachtsgeschenkidee, oder nicht? Also, wenn ihr jemanden kennt, der Bootschuhs oder sowas überhaupt gerade grundsätzlich gern mag, kann man das eigentlich ganz gut zu Weihnachten verschenken. Und tatsächlich haben wir aber auch gemerkt, wir konnten gar nicht alles umsetzen, was wir machen wollten, weil das Bootschuh einfach schon so voll war. Also schaut mal, das ist ja schon eigentlich so meine Kalenderdicke an sich. Also
Hätten wir da jetzt noch viel mehr reingemacht, ich glaube, es wäre halt nicht mehr gut gewesen, es wäre einfach viel zu dick geworden, man kann es auch nirgendwo mal hinnehmen und so. Und deswegen, seid gespannt, Zukunft, vielleicht kommt da nochmal was, vielleicht machen wir das nochmal so gestresst. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch, der das irgendwie unterstützt und ja, habt noch eine wunderschöne Restwoche, ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns dann schon bald wieder. Tschüssi!